So, und damit herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Weil ich so ein Schissbox bin, habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich das Bild angucken kann, was ich hier mache. Habe ich wenigstens einen Zuschauer. Herzlich willkommen, Scheinsbar. Jo, Mann, von mir gibt's wie immer den Mitleidsdaumen hoch. Ja, freue mich dabei zu sein. Alien Isolation, ein sehr, sehr grandioses Spiel auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir da auch gerne bei ins Hemd gemacht. Auch wenn einige Teile des Spiels durchaus frustrierend sein können, gerade wie mir das, ich glaube, 5-6 Mal passiert ist, wenn man abspeichert, bevor das Spiel speichert, diese 3 Sekunden oder die man da warten muss, bis der die Karte gelesen hat, wenn man in der Zeit von dem Alien von hinten auf einmal erstochen wird. Cool, man kann aus dem Ducken auch aufstehen und sie wieder hinducken. Wusste ich gar nicht. Und jetzt ist er weg. Alles klar. Wir sind direkt im Geschehen hier. Und ich glaube, unser Wo gehen wir Hinometer sagt, dass wir da durch die Tür da hinten durch müssen. Aber das wäre langweilig, wenn wir uns hier nicht noch ein bisschen umschauen würden. Und eben. Ich will aber auch gar nicht ausschließen, dass ich das am Ende meiner letzten Aufnahme hier auch schon gemacht habe. Ah, cooler Schädel. Ja, fehlt noch so eine Zigarette im Mund, ne? In der Tat. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich finde, dass das Spiel optisch saugut aussieht. Außer dieser Teppich, der ist natürlich extrem hässlich. Ich weiß nicht, warum sich sowas hier reinlegt. Ja, wenn du jetzt bloß der Chinamann wärst, ne? Ja, genau. Ich würde einfach drauf pinkeln. Das ist kein Teppich, der das Zimmer gemütlich macht. Der das Zimmer gemütlich macht. Das Alien pinkelt dir auf dem bekackten Teppich. So, da wäre er schon hier, ne? Ist das ja eigentlich so eine Art Safe-Raum? Oder kommt der mir auch hinterher? Das Alien kommt dir eigentlich überall hinterher. Nein. Also es sei denn, du bist jetzt irgendwo an einer Stelle, weiß nicht, wo du mit normalen Menschen normal interagierst oder so, da eigentlich dann eher dann nur geskriptet. Aber sonst kommt das eigentlich da in den Gebieten, denen du durch musst, in so gut wie alle Räume rein. Ich bastel gerade mal ein paar Sachen, um unser Inventar leer zu machen. Ja, Geräuschmacher, die sind auf jeden Fall immer gut. Also das war meine Haupt... ja, man kann es ja gar nicht Verteidigungsmaßnahme nennen, weil man sich damit nicht verteidigt, aber die Hauptmaßnahme, um das Alien loszuwerden. Ja. Ich glaube, ich habe am Ende meiner letzten Folge versucht, eins wegzuschmeißen, aber es hatte mich schon gesehen, deswegen war das ein fruchtloser Versuch gewesen. Ja. Warte mal, ich sollte mich davon überzeugen, dass wir hier wirklich... Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich erwähne es trotzdem mal einfach, dass dich das Alien ziemlich leicht aufschwimmen kann, wenn du zu lange den Bewegungsmelder in der Hand hältst. Ja, das weiß ich. Okay. Der gibt ja auch so ein Geräusch von sich. Ja. Ja. Das habe ich auch schon mal gehört. So, Karte ist aktualisiert. Wir können hier ein bisschen Schrott einsammeln. Als ich Alien Isolation gespielt habe, da musste ich auch so an, hatte ich so gedacht, es wäre doch mal vielleicht auch eine ganz coole Mechanik im nächsten Metroid Prime Spiel, wenn du vielleicht so einen Teil da hast, wo du deinen Anzug verlierst und dann dich so vor Weltraumpiraten verstecken müsstest. Das wäre sicherlich eine coole Sache, aber da gehen ja bestimmt wieder einige Leute auf die Barrikaden. Die gleichen Leute, die sich dann auch darüber beschweren, dass bei Castlevania 2 Lords of Shadow die Schleichpassagen so scheiße waren, weil die was anderes erwarten würden. Naja, es ist ja nicht so, dass Metroid-Spiele in der Vergangenheit mit sowas nicht schon mal experimentiert hätten. Zwar nicht in 3D, aber in 2D halt. War das bei Fusion? Nee, bei Zero Mission. Ach, in der letzten Mission da hinten, ne?
Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas funktionieren könnte. Wer weiß, vielleicht macht das ja Retro Studios in Metroid Prime 4. Ah, ich bin so gespannt darauf. Ich glaube. Wo gehen wir eigentlich hin gerade? Das dachte ich gerade für einen Moment, da hätte sich einer bewegt oder so, aber sah irgendwie nur so in der Übertragung aus. Weil ich gerade so einen Schatten da bewegt hatte. Ja, man wird hier schon so ein bisschen paranoid, ne? Ja, also es ist vor allen Dingen, ich habe mich sehr häufig fürchterlich erschrocken, als da auf einmal einer von diesen bepissten Androiden auf einmal da rumstand. Wirklich erst nur steht und dann so ganz langsam geht er auf einmal auf dich zu. Molly. Untersuchen Sie die Räume. Volker Mollys Rundgang. So, das heißt, oh Gott, muss ich mir das aufschreiben? A29, C21 und A26. Was sind das überhaupt, der Raum? Okay, es sind drei Räume. Pass auf, ich schreibe mir das tatsächlich mal auf. Ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche oder ob ich das irgendwo in irgendeinem Log-Eintrag oder so jetzt drin habe. Ich schreibe es mal auf. Killburn, das ist auch ein cooler Name. Molly. Raum A29, C21 und was war das noch? A26. Mal gucken, ob ich das brauche. Ich weiß es nicht. Ich schreibe es mal auf. Es könnte sich noch als nützlich erweisen. Was haben wir denn noch? Achso, Patient. Ach, die Patienten sind ja auch wichtig. Purcell, Hansen und Smith. Die Nurses. Wills und Allen. Und Wills, Skelt und Kilburn. Achso, Kilburn jetzt. Kilburn und Hatcher. Coolman. Wo hast du den gefunden? Ach, Coolman, ja. Physician. Dr. Coolman. Ja. Aber Vorsicht. It's Coolman. Das stimmt nicht. Okay, das heißt, wir untersuchen die Räume auf Dr. Mollys Rundgang. Okay, das ist so ein allgemeiner Hinweis, ne? Das heißt, wir müssen jetzt diese drei Räume finden, schätze ich mal. Aber ich weiß überhaupt gar nicht aus dem Stand jetzt, wo diese Räume hier überhaupt markiert sind. Nein. Ach, vielleicht draußen. Das kann sein, aber da möchte ich gerade nicht raus. Ich würde das gerne mal hinter mir kurz abschließen. Weil ich nochmal schauen wollte, was hier eigentlich so ist. Hier ist Sample Storage. Rehabilitation Clinic, da waren wir auch schon drin, ne? Ah, warte mal. Hast du das? Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du das auf dem PC oder auf der PlayStation gespielt hast, aber ich glaube, die Frage bei dir ist relativ eindeutig. Leicht zu beantworten. Warte mal. Hier ist ein Gang. Wo führt er mich hin? Zurück. Der ist noch nicht Teil meiner Karte. Rohrbombe. Oh, cool. Nein. Schau ich mir direkt mal an. Rohrbombe. Ups. Können wir nicht bauen, uns fehlt irgendwas. Was ist das denn? Ach, eine Sprengkapsel. Nee, doch, eine Sprengkapsel fehlt uns. Ja. Schon, vielleicht finden wir ja. Da ist auch eine Speicherstation. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich hab jetzt vergleichsweise lange nicht mehr gespeichert. Boah, wie oft ich dabei gestorben bin, während dieser scheiß paar Sekunden, wo diese Karte laden muss. Und der Speicher, der will ich erst, wenn das fertig ist. Ja, ich finde es eine ziemlich geniale Speichermechanik. Ist es auch, aber es kann echt sehr frustrierend sein. Am Anfang fragt man sich so, was soll das? Warum dauert das so lange? Aber das findet man dann irgendwann mal dann, raus. Dann später sitzt er nur, komm, mach schon, ja, du Scheiß. Ja, wobei ich auch sagen muss, dann in den späteren Kapiteln
wenn du einen gewissen Gegenstand hast, dann wird das Alien ja von einer Bedrohung relativ schnell eigentlich mehr zu einer rein nervigen Angelegenheit. Muss ich dem Spiel da so ein bisschen ankreiden. Shit, ich höre es gerade auf mich zu kommen. Das hört man sogar ziemlich laut. Die Schritte von dem. Ich gehe mal hier rein. Ich glaube, es kommt mir gerade hinterher. Warte mal. So, ich muss mal auf die Karte gucken. Ich schaue gerade irgendwie in die falsche Richtung. Also ich hätte jetzt hier ist ein Verbindungsgang und hier geht es noch irgendwie weiter, aber das ist auch nur eine Sackgasse. Scheiße. Das ist die große Frage, wo das eigentlich ist. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich hier verschwinden. Hier waren wir auch schon. Das war der Raum mit dem Schädel. So. Ja. Und, aber jetzt, wo sind diese doofen Räume? Das. Gibt einen Zugangscode? Keine Ahnung. Habe ich den? Ich glaube nicht. Mal im Ernst, ich weiß jetzt tatsächlich nicht so genau. Wo ist denn jetzt hier? Wo muss ich denn hin? Also ich glaube, da vor unten vor diesem Kreis, da dieser Raum, da ist ja ein Durchgang, der wird dich wahrscheinlich dahin führen. Also ich dieser lange Gang da unten. Das heißt, ich muss erst in den Süden und dann nach Osten, Norden und dann nach Westen, ne? Ja. Nach Osten wieder. Ist jetzt natürlich die Frage, obwohl da ist ja nicht eingespeichert, dass die Tür oder eingezeichnet, dass die Tür verschlossen ist. Also müsstest du ja da durchgehen eigentlich. Okay, dann probier's mal hier durchzukommen. Müsstest du ja eigentlich so an Werkzeugen, müsstest du ja eigentlich ja einmal hier dieses Ding da zum Aushebeln von diesen Schlössern, müsstest du ja glaube ich schon haben, ne? Ja, das habe ich. Und diesen Plasmabrenner, hast du den auch schon? Nee, den habe ich noch nicht. Okay. Scheiße. Aber jetzt bin ich irritiert. Da muss ich ja wirklich hier rein. Da geradeaus durch und dann links. Komisch. Dann war ich ja doch hier in der Nähe. Von da. Scheiße, und das Viech ist jetzt auch noch ausgerechnet in die Richtung gegangen, wo ich hin muss. So, es ist irgendwo hin verschwunden. Ich nutze mal die Gunst der Stunde. Und laufe. Das ist eine gute Idee. Oh Mann, ich höre es in den Schächten über mir und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Verdammt. Ich muss in diese Richtung. Und zwar durch... Und jetzt gleich dann nach rechts. Nach links muss ich. Ja, von der Kartensicht ist es jetzt rechts. Ja. Hier muss ich ran. Dann war ich hier eben doch richtig. Was habe ich denn dann für eine Tür übersehen? Am Ende des Ganges auf der rechten Seite. Private Rooms. Da muss ich hin. Hier. Karte. Jo. So. Room 28. Ah, was haben wir? Oh Gott, ich hab's schon aufgeschrieben. A29, das ist falsch. Aber ich gehe trotzdem mal rein, weil wer weiß, vielleicht gibt's hier ja leckere Goodies. Oder vielleicht hat jemand ein Loch in der Wand geschlagen, dass du in den Nebenraum kommst, ne? Ich habe jetzt irgendwas benutzt, ich weiß aber nicht genau, ich habe es gerade nicht verstanden, was ich gerade gemacht habe. Ich habe es einfach nur an- und ausgestellt. Ich mach das gerade mal zu hier. Danke. So, was ist denn hier? Außer Betrieb, na toll. Selbst in der Zukunft funktioniert nichts. Bindemittel. Und ein ziemlich enges Klo, wo man sich die Knie an der Tür aufschraubt, wenn man auf dem Klo hockt. Ja, als nicht für jeden Menschen geeignet. Und da hinten ist noch eine Karte und dann haben wir hier hinten Raum A27. Ich gucke, muss ich da hin? Ne, muss ich nicht. A26. Aber ich wollte hier mal rein, weil ich wissen wollte, ob das Alien da drin ist. Ah, ob's. Welche
Räume hier eigentlich verbunden werden. A27, das sieht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Da muss ich ja nicht hin. 26 brauchst du. Ja, genau. Aber, okay. Der kann ja nicht weit weg sein. Und da ist noch eine Karte. Und ein paar Sachen. Mhm. Da hinter dir an der Wand war noch was. Wo? Das hier? Jetzt. Nee, da dreh dich nochmal nach links. Da, dieser Schalter. Ziemlich dunkel. Scheiße. Mach's mal zu. Schauen wir mal, was wir uns hier für Vorteile erhaschen können. Luftreinigung. Was ich bei der Luftreinigung nicht ganz verstanden habe, was bringt das? Wenn die aktiv ist, macht die dann Nebel oder wenn die aus ist? Das ist so eigentlich auch hauptsächlich oder dazu gedacht, dass du zum Beispiel da aus den, ist es nicht jetzt da auch, dass du da das Alien aus den Schächten rauskriegen kannst? Das kann auch sein. Wie halte ich die Luft an? Kann man hier nicht Luft anhalten? Kann man das so? Nee, oder auch nicht. Ich dachte, man kann. Also bei Death Stranding kannst du das. Hast du das schon durch? Ja. Und? Fandst du gut? Also um es mal ganz kurz zu sagen, meiner Meinung nach ist es das beste Spiel, was Kojima bisher gemacht hat. Wow. Aber, zwei ganz große Aber. Das ist kein Spiel für jeden. Wenn man sich das kauft, sollte man ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt, und das Spiel macht es einen relativ einfach, es zu hassen. Okay. Ja, das deckt so ein bisschen den Ersteindruck, den ich von allem so, oder von dem, was ich mitbekommen habe, Punkt. Den Satz habe ich jetzt verkackt, weil ich mich gerade hier so konzentriere. Es deckt sich ein bisschen mit meinem Eindruck von dem, was ich mitbekommen habe. Aber das ist ja nur sehr, sehr oberflächlich. Das ist ja nur das. Ich habe nur das mitbekommen, was ich nicht vermeiden kann, nicht mitzubekommen. Ja, also ein gewisses Maß, was ich gerade gesagt habe, sollte man auch wissen, worauf man sich da einlässt, dass man bestimmte Erwartungen daran hat. Weil es ist tatsächlich ein Spiel, das kannst du mit nichts vergleichen. Also da sind ein paar Elemente drin, die dich an Spiele erinnern, aber so das Gesamtpaket, das ist unvergleichlich. Da kannst du nicht sagen, das ist ein Klon von diesem oder von jedem, oder es hat was von diesem Spiel und von jedem. Das ist einfach ziemlich unmöglich. Also es ist kein Spiel für jedermann. Bevor man sich das kauft, sollte man echt wissen, worauf man sich einlässt, sonst wird man eine ziemlich schlechte Zeit mit dem Spiel haben. Da muss ich vielen Kritikern zustimmen. Aber ich war hellauf begeistert von dem Spiel. Okay. Es ist wirklich meiner Meinung nach Kojimas bestes Spiel. Und man das, was ich mir vorher erwartet habe, man merkt wirklich, dass er da seit vielen, vielen Jahren seiner Kreativität komplett freien Lauf lassen durfte. Schön. Und dass er das bei einem AAA-Spiel, was so um die 70 Millionen Dollar an Produktionskosten verschlungen hat, da hat er echt schon Eier, muss man ihm sagen, auch wenn man das Spiel nicht mag. Das klingt wirklich gut. Ich bin durchaus neugierig auf das Spiel. Leider habe ich keine PS4, aber... Es kommt noch für PC. Stimmt. Aber das ist sehr viel später, ne? Ja, nächstes Jahr im Herbst irgendwie sowas. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt auch so ein Epic Store-Exklusivtitel ist oder ob das auch für Steam kommt. Das steht, glaube ich, noch nicht fest. Das gibt's wieder zu, das wollte ich gar nicht zu machen.
Jetzt muss zu Dr. Coolmann. Ist die Tür gerade aufgegangen, weil das Alien hier vorbeigegangen ist? Aber es hat uns irgendwie nicht gesehen. Das ist doch gut für dich. Ja. Oh Gott. Das ist aber ganz schön nah. Ja. Ich mach hier das Ding mal gerade mal zu. Weil ich wollte mir hier das mal anschauen. Alles leer, okay. Das Spiel war ja für mich echt, also Alien Isolation war ja für mich so ein inoffizieller Nachfolger von Haunting Ground. Haunting Ground, ist das das mit Debilitas? Ja, genau. Da habe ich große Teile von mir angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich das zu Ende geguckt habe bei dir. Hast du das noch hochgeladen? Nee, du hattest das gar nicht hochgeladen, ne? Doch, ich habe das hochgeladen. War das nicht Alexa? Nee, das bei Alexa war Clock Tower. Achso. On the Ground hab ich hochgeladen. Ah. Ist so ein bisschen so ein inoffizieller Nachfolger, ist das, finde ich durchaus schon. Mhm. So was die Spielmechanik angeht. Warte mal kurz. Wir können mal gucken. A29 sind wir gerade drin. A26 da hinten? Hä? Achso, da waren wir aber schon. Da war nichts drin, ne? Ich glaube, wir haben neues. Das nächste Ziel ist da oben, ja. Ja. Jetzt die Frage, ob wir jetzt nochmal wagen sollen, den Rest dieses Kreises hier zu machen und uns A22, 23, 24 anzuschauen. Irgendwas sagt mir, dass es dort Preise geben könnte. Vielleicht eine neue. Oh, Scheiße. Oh, shit. Hat es uns gesehen? So wie das gerade. Es hört sich gerade so an, als ob das schneller gelaufen ist. Also. Aber das ist auch verschwunden, glaube ich. Ja. Wartet neben der Tür, bis du rausgehst. Ja, jetzt hört man es auch nicht mehr, ne? Ich wage es nochmal, hier einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht ist da noch eine Karte, wo die brauchen wir ja für diesen Bereich gar nicht mehr so. Hier in diesen Ventilation Access, da müssen wir gar nicht mehr rein. Aber, der Vollständigkeit halber, gebe ich mir den auch noch. Wahrscheinlich geht es dann da vorne links wieder raus, ne? Jo. Das ist auch die mit deiner einzigen Möglichkeit. Okay, die Tür ist verschlossen, hier ist ja gar nichts mehr. Wir können auch in die A22 rein. Was ist das? Ladungspack, okay. Und hier ist ein alter Joystick. Ja, das könnte so ein halber NES Advantage sein. Ja, ne? Was konnte ich denn hier gerade benutzen? Ich glaube, das war der Schrank daneben, oder? Nee, Moment. Ah doch, ja. Hier ist ein Schrank zu benutzen und hier wäre noch, der Schalter dann für ja, das Fenster, ne? Nee, fürs Klo. Das ist... Ah, okay. Aber, naja. Wow, ich höre es hart zu meiner Rechten. Hier müssen wir auch lang, ne? Ja, wir müssen da zurück. Ja, was ist denn hier eigentlich mit... Wie kommen wir denn in A24 und A23 rein? Da hinten ist eine verschlossene Tür hinter A26. Weißt du, wo ich meine? Ist das rote Symbol nicht, dass dir da das Werkzeug fehlt, um die Tür zu öffnen? Ja, das kann auch sein. Aber ich weiß nicht, welches das ist. Mist. Ja, dazu müsstest du zu der Tür hingehen. Ja. Aber wenn ich du wäre, ich würde, glaube ich, eher versuchen, zur nächsten Speicherstation zu kommen. Ja, ich glaube auch. Die letzte Speicherung doch schon wieder ein Weilchen her ist. Ja. Ja, die nächste Speicherstation wäre dann hier unten im Südwesten, ne? Ja. Aber das ist nicht ganz unsere Richtung, egal. Ich gehe trotzdem erst speichern. Ja, das würde ich nämlich auch machen. Ich höre es wieder.
Aber ich will mich verkrümmeln. Alter. Scheiße, das war hier direkt irgendwo. Sicherheitsgenerator. Okay, jetzt können wir hacken. Okay. Schöne alte Atari-Logos. Ja. Waren wir noch gar nicht in einem Raum? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Okay. Ah, dann nicht. Gut, dann gehen wir hier lang. Genau, links rum. Und wieder links. Hier müsste eine Speicherstation sein. Jo. Nice. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich nochmal zu der Tür zurück möchte. Jetzt kannst du volles Risiko gehen. Jetzt kann ich volles Risiko gehen. Nochmal zu der Tür zurück und zu gucken, ob ich da wirklich noch nicht durchkomme. Drück doch mal auf Y drauf. Gesperrt. So, ja, gesperrt ist. Ja, soweit ich weiß, heißt das dann immer, dass dir das Werkzeug dafür dann noch fehlt. Ich glaube nicht, dass. Ich meine nicht, dass es heißt, dass du da gar nicht durchkommst. Das wäre eigentlich ganz interessant, ne? Also, dass sie wenigstens ein blaues Kreuz da machen könnten, dass ich dann wüsste, ist zwar versperrt, aber ich hab Mittel, um da durchzukommen. Das wäre eigentlich schon ganz geil. Weil ich habe echt nicht aufgepasst, was da jetzt versperrt. Ob mein Gerät wieder unzureichend ist. Aber wenn du das Werkzeug hast, dann wird dieses Symbol ja da so ein anderes. Ja, welches Symbol wird das denn? Ja, je nachdem, was das dann für eine Tür dann ist, ne? Ob du da diesen Schneidbrenner brauchst oder dieses Ding zum Aushebeln oder sowas. Ja, aber das. Ach so, hast recht. Schloss mit Schlüsselkarte, Schloss mit Zugangscode. Okay, alles klar. Wird tatsächlich spezifiziert. Ah. Ich meine, dass das da so war. Das ist auch schon ein paar Jährchen her, als ich das durchgespielt habe. Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch kaum noch dran. Aber gut, ich muss jetzt erstmal, was muss ich überhaupt machen? Also ich muss zum Coolmann zurück. Wie machen wir das denn am besten? Dann gehen wir hier links lang und dann hier rechts. Durch den Schacht da vorne, ne? Ja, oberhalb der Speicherstation. Ja, dann versuche ich das mal. Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte verpasst. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass ich mich hier länger aufgehalten habe in diesem Bereich. Aber tatsächlich gibt es ja auch super viele Türen, durch die ich einfach nicht durchkomme im Moment. So, hier war es, ging es lang, ne? Ja. Ja. Wow, der ist wieder durch irgendeinen Schacht gekommen. Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702, zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Penner! Ach man, immer diese verdammten Penner von dieser blöden Wayland Corporation. Ja. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja, ich muss aber sagen, also bei seinem Gesicht, das ist nicht ganz so gut gealtert. Wow. Alien wins Fatality. Aufzug zu unserer Krankenstation. So, wo ist das Ding? Das ist hier. Geht direkt geradeaus, ne? Okay, das Ding hier.
Ich... Ah! Ah! Oh shit. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht. Es wundert mich vor allen Dingen, dass er dich da von hinten erschießen konnte, weil er eigentlich neben dir stand. Oh. Ich habe mich echt erschreckt. Entschuldige fürs laute Schreien. Ich habe gar kein lautes Schreien gehört. Nee. Dann ist das rausgefiltert worden von Skype oder was auch immer. Ich habe echt gerade ziemlich laut geschrien. Na, vielleicht wirst du es dann in der Aufnahme hören. Es sei denn, mein Skype hat das auch rausgefiltert. So als Lautstärke-Schutz und so. Oder ich habe es nicht gehört, weil ich da gerade gesprochen habe. Ich habe wirklich laut geschrien. Also wenn du neben mir gesessen hättest, hättest du zusammengezuckt. Da bin ich mir ziemlich sicher.